Moin Leute, willkommen zurück zu Wolfenstein, der Neo Colossus. Weiter geht's. In der letzten Folge haben wir uns hier durchgekämpft. Warum? Und wieso kann man da rein? Na egal, ich frag lieber nicht. Wir haben uns hier durchgekämpft. Und ja. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwo noch einen zweiten Eingang oder war das jetzt einfach nur fürs Durchkämpfen oder ja, ich bleib hier gerade stehen, weil ich gerade rede, oder ist es wahrscheinlich wieder so ein Scheiß, wo man denkt, oh nee, aber das war jetzt mein Arm, geil, und das war jetzt ein Ladekabel, geil, so, oder man denkt sich so, scheiße, wo soll ich hin, soll ich machen? Wie? Was? Oh, was Obi? Brückenkabel. Oh, guck mal hier. Halt hoch. Danke für meine Mui. Okay, hier hin. Ah, man kann nicht immer alles sehen. Wir bewegen uns jetzt vom Turm aus weiter. Die Minen sind entschärft. Wyatt geht voraus. Hatten gerade ein Gefecht. War knapp. Oh. William, ich weiß nicht, ob das normal ist. Aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen... naja... aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja? Ja? Max Haas. Ah. Bist du denn für einen Hurensohn? Schlinger! Stepp doch! Oh ja! Yeah. Warte kurz. Weit ballern, bis das Ende greift. Und dann geht es zu Ende. Ich muss mir wohl den Weg freispringen. Habe ich keine Muni mehr. Oh, wo kriege ich jetzt Muni her? Und wo kriege ich jetzt Muni her?
Moment, wenn man für diese Waffe keine Munition mehr hat. Richtige Enttäuschung, aber hey. Eskalation. Dein Ernst? Dein Ernst? What the fuck? What the fuck? What the fuck ist da? Was ist denn jetzt los? Alter. Stell ich mir vor, da jedes Mal, wenn ich diese Sturmgewehr in die zweite Hand nimmt, ist es leer. Warum auch immer? Es ist leer. Alle Waffen in der zweiten sind immer leer. Weiß ich warum? 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 Stirbt dieses Ding nicht? Alle Soldaten sterben. Außer dieses Ding. Dieses Ding ist unsterblich. Jedes Mal. Ich habe gerade einen Granatenwerfer benutzt. Oder was weiß ich, wie die Waffe heißt. Diese Dieselkanone. Ich laufe erstmal ein bisschen rum. Granate. Und jetzt böse. Nein, doch. Ist klar, dass der Kötter jetzt hier ist. Alles drauf schießen, was ich habe. Und ich bin schon wieder Sack. Lauf doch! Lauf doch! Egal. Nur falls er mal Roboter, Alter. Ich
So, ich komme nicht durch. Da scheint sich jemand zu wehren. Also ich höre es zwar, aber ich sehe nur so grelles Licht. Hier lang, denn da lang. Lad doch nach! Und jetzt bin ich wieder satt. Ich glaube, ich habe mich gerade in einen Krieg eingemischt. Kletter doch. Los, mein Sohn. Nimm meine Hand. Sind Sie Priester? Oh, das hier. Ach Gott, die Klamotten habe ich nur gefunden. Ich heiße Horton. William J. Blazkowicz. Blazkowicz? Terror Billy? Höllenfeuer, du solltest doch tot sein. Bin auferstanden. Tja, Terror Billy, ich will ja nicht unhöflich sein, aber was machst du hier? Abgesehen davon, dass du unsere Ärsche rettest. Ich bin vom Wiesenau-Kreis. Wir starten eine Revolution. Ist das so? Das hier ist der letzte Ort, an dem sich das Krebsgeschwür der freien Gedanken im ganzen Süden und darüber hinaus ausbreiten kann. Wir sind die Ausgestoßenen, die Mittellosen, alle, die keine gottverdammten amerikanischen Kleinbürger sind. Der Mann da, der sich gerade einen Drink genehmigt, das ist mein alter Freund Paris Jack. Paris Jack ist ein Schläger, ein Raufbold, ein echter Anarchist und ein genialer Klarinettist. Stimmt's, Paris? Ich blase nicht gern ins eigene Horn, wenn du verstehst. Die Straßen sind ruhig, Horton. Niemand... Moment. Ja, alles ruhig. Das ist die Professorin. Mit ihren Glubschern kann sie einen Dreckfleck auf dem Arsch einer Kuh auf 100 Meter erkennen. Diese verfickten Regimewichser. Wenn die hierher kommen, reißen wir denen den Arsch auf. Mit Glanz und Gloria! Halleluja! Ihr seid gute Leute hier. Schließt euch uns an, gute Leute können wir immer brauchen. Wie wollt ihr eure hübsche Revolution denn lostreten, Terror Billy? Terror Billy? Heilige Scheiße, er ist es. Hat die Regimetante sie nicht getötet? Scheint, unser Freund hat Gevatter Tod gesagt, fick dich, Mann. Er ist beim Wiesenau-Kreis. Lebende Legende. Ich weiß, wer das ist. Oh, verdammt. Da kommen sie. Paris, ich bin irgendwie nervös. Würdest du dich drum kümmern? Ich seh mal, was ich tun kann. Also meine Ma sagte, trau keinem Mann, der keinen Whisky verträgt. Also setz dich, Terror Billy, entspann dich und trink's anständig aus. Boah, was zum Teufel ist das für ein Zeug? Old Horton's Special. Alter Schwede. Hör zu, Terror Billy. Ich respektiere deine Ambitionen, aber es ist einfach zu spät, verstehst du? Die Welt ist total im Arsch. Alles, was uns bleibt, ist, diesen Whisky zu trinken und darauf zu warten, bis wir draufgehen. Hätte nicht erwartet, dass Sie so ein Feigling sind. Wir haben schon für eine Revolution gekämpft, bevor das Regime kam. Unsere Bürgerrechtsbewegung hat als erste Gleichheit für alle befürwortet. Kennst du das Konzept der Bürgerrechte, Terror Billy? Nein, wohl nicht. Du bist nur ein Soldat, oder? Kumpel, ich habe mein Leben für Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika riskiert, während Sie und Ihre Künstlerfreunde überall Bolschewistenpropaganda verteilt und gegen die Mobilmachung gewettert haben. Was nutzt Ihre verfickte Gleichheit, wenn Sie nicht den Mumm haben, für Ihre Leute zu kämpfen, wenn der Kojote schon an Ihrer Haustür kratzt? Wir stellten uns Ihnen entgegen, der imperialistischen Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika und den Geldgeiern der Wall Street,
die die Kinder des Proletariats reihenweise in fremde Länder zum Sterben schickten, damit sie sich die Taschen füllen konnten. Es waren nicht ihre eigenen Söhne, die auf den verdammten Stränden bluteten. Nein, für ihre Drecksarbeit zogen sie Leute wie dich ein, während die Dollars reinströmten. Du bist eine Marionette kampflustiger Männer in edlen Anwesen. Ich habe den Scheiß durchschaut und wollte da nicht mitmachen. Und auch stehen sie vor mir, bewaffnet. Jagen das Regime. So wie ich. Unterschied, sie kommen zu spät zur Party. Hätten sie mal ihren Arsch bewegt, dann hätten wir den Krieg vielleicht gewonnen. Nur nichts für Schippenhorten, der frisst sich direkt durchs Horn. Davon wirst du blau, Terror Billy, du aufrechter Handlanger der Eliten. Hören Sie mal, für diesen Scheiß habe ich keine Zeit. Sie müssen sich entscheiden, aufgeben und krepieren oder kämpfen. Ich will nicht mit dir streiten, Terror Billy. Ich habe das Kämpfen satt. Satt? Wissen Sie was? Ich kriege bald Kinder! Und niemals werde ich sie in eine Welt voller Regimearschlöcher großziehen! Also was seid ihr? Hinterwäldlerische, degenerierte, besoffene, Bolschewisten-Feiglinge? Verdammte Verräter? Das ist das erste Mal, dass jemand nach mehr als einem Old Rotten Special noch bei Sinnen war. Ich mag dich, Billy. Du hast Mumm. Na gut. Lass uns eine Revolution starten. Zeig's uns! An dem Hündchen arbeitet Perry schon über einen Monat. Meine Fresse. Wie haben Sie den getrennt? Auge auf, ein paar Kabel gezogen, fertig. Perry lernt schnell, ist clever und hat ihn durch. Also, wie ist der Plan? Du reitest den Cowboy. Ja, Mann. Du reitest da raus, ziehst das Feuer dieser Pisser auf dich und wir schlagen uns mit allen Überlebenden zum Hafen durch. Geht klar. Alles steht und fällt mit deinem Boot. Es wird dort sein. Wow! Ruhig, ganz ruhig! Na, also entschuldigen Sie bitte Ihr Temperament. Horton, komm besser wieder hoch. Es wimmelt vor Regimesoldaten. Test, Test. Alles bereit, Terror Billy? Viel Spaß! Dann zeig mal, was du drauf hast. Alter!
Oh, Alter. Der Feuerhund hält ja nicht ewig. Aber ich komme ganz schön weit mit dem. Naja. Ich das ja. Warum? Wie soll man denn zum Dorf? Dieses Spiel bringt nur Weißglut auf sich. Ja, danke. Danke, schon wieder tot. Ja, hol dir doch die Rüstung. Wieso hört er auf zu rennen? Dieser Hurensohn. Einzige, was er machen kann, ist zwar schießen. Aber wenn es heißt, lauf zur Rüstung. Dieses Spiel ist beschissen manchmal. Sterb. Mann, wie viele sind das? Ich frage mich das gerade wortwörtlich. Wie viele Hurensöhne sind da unten mit mir eingesperrt? Antwort bitte. Und ich stehe. Und ich bin. Nein, ach, warum lädst du immer dann nach, wenn ich es nicht will? Stirb doch, Digga, stirb doch, stirb doch, stirb doch! Jetzt kommt diese Scheiße, ist nur ein Spiel. Denkt ihr, ich weiß es nicht? Jetzt nimmt das über die falsche Waffe auf. Jetzt hat er so... Warum nimmt er die falsche Waffe? Dieser Hurensohn. Kann der irgendwas richtig? Ich glaube nicht. Digga, wer hat sich dieses bei diesem Spiel gedacht? Ich mach mal ein schweres Level. Das Ding ist, ich kann hier rüber. Aber... Das dumme Ding ist, hier sind auch wieder Leute. Ja, ist übertrieben, ist es wieder so. Riese! Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde das innerhalb eines Monats durchkriegen. Oh, so ein Blatt tot. Sehen uns. Alter.
Aber wir sehen uns echt nie wieder. Anja! Komm in, Anja! Hörst du mich? William, ich höre dich. Wie ist es bei dir? Alles okay, Liebes? Mir geht's... gut. Ich versuche, Wyatt zu finden. Ich habe Grace kontaktiert. Das U-Boot kommt rein. Und wir sind unterwegs zum Lakeview-Bezirk. Hör zu, sei nicht leichtsinnig. Pass auf dich auf. Das wird schon. Anja, Ende. Horton, wie ist der Status? Ich sammle die letzten Leute ein und dann geht's los. Kommen Sie in den Lakeview-Bezirk. Bringen Sie alle mit. Wir werden da rausgebracht. Tja, Billy, die Idee klingt theoretisch ja ganz nett. Aber ich schätze, die ganzen Regimeschweine werden uns auf dem Weg ziemlich aufhalten. Vermutlich kann sie ablenken. Nächster Halt, Lakeview Bezirk. Keine Munition. Wie schon 10.000 Mal jemals auch. Nie Munition für dieses Scheißdreckspiel. Was bringt mir 110 Kugeln, wenn er nicht mal alle Waffen nachladen kann? Nächster Halt, Lakeview-Bezirk. Dieses Teil so scheiße.
Ich hasse Roboter in diesem Spiel. Habe ich das schon erwähnt? Nächster Halt. Lakeview Bezirk. Wir werden hier überrannt. Wir sind auf dem Lakeview Apartment Gebäude. So viele. Und es werden immer mehr. Es sind zu viele. Es hört nie auf, oder, Captain? Unglaublich, Mann. Wyatt, Ende. Terror Billy, wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Boss, bitte komm. Wo ist unser Boot? Ich seh's nicht. Wir sind hier wie auf dem Präsentierteller. Wyatt, verstanden. Tut mir leid. Werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Das war's, Anya! Es ist aus! Gray, holen Sie uns jetzt hier raus! Das sind meine Männer! Ja, Baby! Woo! Grace, Sie sind eine gottverdammte Heldin! Ich wusste, Sie schaffen das! Wyatt, Anya, helfen Sie allen, an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Schaffen Sie einen Aufschub auf Lake und wieder an das Gebäude. Schnell, ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Selbst zu verpissen. Na gut, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ciao.